Hallo zu meinem ersten Rückblick. Ja, weil ich erst mal richtig aktiv im YouTube war. Ja, mein Jahresrückblick. Was heißt mein Jahresrückblick? Was letztes Jahr passiert ist und was was ich mir fürs neue Jahr vorgenommen habe. Und ich weiß, ich hoffe, es interessiert euch. Ich hoffe, ich halte das hier so in circa 5 Minuten oder so. Da, und ich gehe jetzt hier auf meine hochgeladenen Videos und dann schaue ich einfach mal, ich habe schon 3 Seiten voll, sind 72 Videos. Und ich fange einfach mal ganz vorne an. Ich weiß, ganz zuerst hatte ich mal Comet, also Arte Comet. Das waren so Runden, so, ja, ich probiere mal aus, Runden. Dann habe ich gesehen, boah, Minecraft ist ein cooles Spiel. Let's play ich das. Ha, habe ich immer, ist nicht so gut angekommen, wurde auch von meinem, auch gelöscht. So, mein erstes Video ist, was ich wirklich gesehen, also das, was ich jetzt hier habe, das, was ich noch nicht gelöscht habe, das, was ihr sehen könnt, ist Let's Play, CSB, Hunger Games, Server Shadow, kurz. Das war für den Server Hunger.lu. Das, was eigentlich total unnötig war, wieso sollt ihr auf den Server gehen? Wahrscheinlich kennt ihr den Server schon länger und nicht. Egal. Ja. Dann das zweite Video ist meine erste Mod-Verstellung, ein Backpack-Mod. Ja. Dann kommt hier ziemlich viel Community-Bees, also auf Spray. Das war im September. Also das erste Video habe ich im Februar gehabt. Dazwischen hatte ich noch Project Tagged oder so. Und dann, also wo ich dann richtig angefangen habe, richtig mit YouTube und halt richtig Bock davon hatte, war ja schon so um den 31. schon auf jeden Fall. Also Ende Mai so. Dann hat es gepasst. Ja. Dann halt hier Community waren auch ein paar Folgen. Dann habe ich auch meinen Kanal-Trailer gedreht, wo ihr immer noch auf meinem Kanal sehen könnt. Wo ich jetzt eigentlich mal ändern will, dann schaue ich, was ich machen kann. Okay, dann das Community Gibis, dann habe ich dazwischen schon mal gestreamt. Dann hat Community Gibis ein Ende gehabt, weil Flo und mir es langweilig wurde. Dann hatten wir Peter Wies Show, auch ziemlich lange. Dazwischen hatten wir mal Black Ops 2. Dann hatte ich mal ein Tutorial, Peter Wies Anfangmaschinen. Dann halt weiter für die Release Show. Dann wurde ich von meiner Flo getaggt. Und dann hat die Release Show eigentlich schon ein Ende gehabt. Und dann hat die Hexe Show begonnen, die wo auch jetzt aktuell noch am Laufen ist. Natürlich, übrigens, das finde ich ein saugeiles Projekt. Wir haben jetzt auf 3 Städte. Auf jeden Fall, und da habe ich halt jetzt ziemlich viel Hexe Show. Es gab eigentlich größere Projekte. Ja, dann habe ich hier nochmal Black Ops 2. Dann habe ich mit Dezemberzeit angefangen. Tut mir leid, dass ich es nicht geschafft habe. Ich hatte keine Zeit und ich fand einfach, ja, tut mir leid. Passiert, ist doof. Machen wir nichts. Dann habe ich mir Tech rausgesucht, den wo ich dann gemacht habe. Dazwischen gab es immer so Special-Folgen. Und dann kam einmal noch PvP mit Paolo, also mit Paul, Paolo Pinkel 24, der ist so, ich weiß, auf YouTube. Und damit bin ich echt null zufrieden, null. Denn ich wollte auf meinem Kanal eine Abwechslung haben und genau das hab ich nicht. Und deswegen, das war voll gut. Ich hab 45 Abos gekriegt. Ich feier das. Ich feier das hart, Digga. Nein, ich finde das auf jeden Fall geil. Aber meine Vorsätze fürs neue Jahr ist mal von YouTube her. Ich will mehr Abwechslung reinkriegen. So, in der Woche vielleicht ein anderes Video. So an einem Mittwoch oder so. Dann passt es dann. Oder an einem Sonntag. Ich glaube, ich mache es aber gleich an einem Sonntag. Irgendwie so. Ihr werdet sehen, wie sich das dann einbringt. Auf jeden Fall. Und das will ich auf jeden Fall tun. Es kommen ja noch den Left 4 Dead. Die werde ich dann wahrscheinlich immer sonntags bringen. Ich schaue, dass ich jetzt mit Flo auch aufnehmen kann, wegen ich habe jetzt nur das Mikro, dann passt hier alles. Genau. Ja, damit bin ich echt zufrieden. Ich versuche meine Qualität zu verbessern, klar. Was ich an meinem Leben im Moment gut fand,
Ich hab's ja heute gedacht. Am Silvester von einem Jahr war für mich Alkohol so eine Sache. Da hätte ich Nein gesagt. Und dieses Jahr stinknormal Bier, also mehrere Bier. Sekt, Wein. Das war für mich dann. Also was heißt stinknormal? Aber es war normal für mich. Und vor einem Jahr habe ich auch zu meiner Mutter gesagt. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und das hat mir doch einiges gezeigt. Oder ich habe meine erste Freundin in diesem Teil. Ich feiere sie. Und ich weiß nicht. Aber irgendwie, ich hasse es, wenn ich. Also ich hasse es einfach von sich aus, wenn ich einfach mit einer Person zusammen war. Ich habe sie geliebt. Und dann einfach nicht mehr. Dann sage ich einfach, nur, ich liebe sie nicht mehr. Also ich liebe sie nicht und ich will sie und ich hasse sie und ich will mit ihr keinen Kontakt mehr. Ich verstehe nicht. Du hast ja diese Person mal geliebt. Klar, wenn du aufhörst, sie zu lieben. Es ist schwer. Es fällt auf mir schwer, aber wir sind befreundet. Das ist einfach mega geil. Ich habe echt viele ne. Und vor allem Thema YouTube neu zurückzukommen, ich habe es vergessen. Ich habe über das Jahr jetzt viele neue Leute kennengelernt über YouTube. Ich habe Finn, also Girl Games, Yoshi, der war nicht so in Videos, Delay, dann immer mal wieder hier so ein YouTuber. Denn die, wo mir jetzt am wichtigsten sind, also die, wo es meine Hauptleute sind, mit denen ich an meinem Kanal was tue, das ist Flo, Commander Flo, Akasami, Paolo Pinkley. Das sind einfach Leute, die haben mir auch geholfen, klar. Ich sag nicht, dass ich es alles alleine ohne sie doch so weit geschafft hätte. Aber die haben mir doch ziemlich geholfen und ja. Und ich feiere das einfach. Und ja, ich persönlich, ich freue mich einfach auf das kommende Jahr. Allein von YouTube. In meinem Leben, da freue ich mich auch total drauf. Klar, in meinem Leben bis jetzt ist nicht alles so super duper gelaufen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass mehr drin ist. Und ich weiß. Und ich hoffe einfach, es wendet sich zum Guten, dass ich mein nötige Glück kriege, das was ich verdiene. Ja, und ich will jetzt hier nicht irgendwie in Geschwafel reinkommen. Und zum Thema Liebe und was ich davon halte, wenn man sich nach einer Beziehung nie wieder anrührt oder so, wenn nicht immer miteinander befreundet sein kann. Also dazu wird auch die Tage Commentary kommen oder ja, oder eine Aufnahme, je nachdem, wie ich Bock habe, wie ich will. Jo. Aber dafür, das war's fürs erste Mal, da sage ich, das ist super, das geht klar. Ciao, ciao, haut auch rein, bis zum nächsten Mal.